Die Techniker-Krankenkasse widmet sich in ihrem Gesundheitsreport 2016 als Themenschwerpunkt der sogenannten Sandwich-Generation. Das sind Menschen im Alter zwischen 30 und 44 Jahren, die die Mehrfachbelastung von Beruf und Kinderbetreuung unter einen Hut bringen müssen und sich häufig auch noch um ihre Eltern kümmern. Was für uns eine der größten Überraschungen war, war in der Tat, dass Kinder eine gewisse Art von gesundheitserhaltender Wirkung haben. Also wir stellen in den Daten fest, dass Versicherte, die Kinder haben, vor allen Dingen auch Versicherte mit Kindern über 40, dann doch deutlich weniger krankgeschrieben sind als Versicherte im gleichen Alterszeitraum, die keine Kinder haben. Und das war schon was uns ziemlich überrascht hat. Beschäftigte mit familienversicherten Kindern waren 2015 statistisch gesehen 2,3 Tage weniger krankgeschrieben als Beschäftigte ohne Kinder. Und da scheint es schon so zu sein, dass Kinder eine gewisse Stressresistenz auslösen. Das heißt, es ist ja nicht die absolute Belastung, die das Problem darstellt, sondern es ist die Frage, wie gehe ich mit dieser Belastung um? Und da scheint es so zu sein, dass Kinder dort eher helfen. Das heißt, die Belastung ist wahrscheinlich ja mit Kindern, vielleicht sogar mit Pflege von irgendwelchen Eltern, noch höher, als sie wäre, wenn man diese Eltern nicht pflegen müsste oder keine Kinder hätte. Trotzdem ist die subjektiv empfundene Stresslevel, den man dabei auslöst, geringer, wenn man diese Kinder oder auch diese familiären Rückhalt hat. Auffällig ist allerdings, dass sich dieser Trend erst ab dem 40. Lebensjahr abzeichnet. Ab 30 bis 40 sind die Eltern doch noch häufiger krankgeschrieben. Die Kinder bringen alles Mögliche aus dem Kindergarten mit. Und später bei den Älteren kehrt sich das dann wieder um. Über alle Altersgruppen hinweg zeigt sich aber, dass Väter und Mütter generell weniger Arzneimittel und vor allem weniger Psychopharmaka als Erwerbspersonen ohne Kinder verschrieben bekommen. Bei den Männern beträgt die Differenz 3, bei den Frauen sogar 7 Tagesdosen. In einer zweiten Studie zum Thema Job und Gesundheit, die die TK heute ebenfalls vorgestellt hat, wurden Beschäftigte nach ihrer Selbsteinschätzung befragt. Das Spannende ist an dieser Studie, dass wir die Mitarbeiter und Beschäftigten nach ihren Belastungen gefragt haben. Und dort kann man schon erkennen, dass gerade in den letzten Jahren die Intensität der Belastung zugenommen hat, über 10%. Zudem sind auch körperliche und psychische Beschwerden mehr geworden. Das heißt, die Beschäftigten beklagen sich mehr über Schmerzen, insbesondere des Rückens und des Schulterbereiches. Sie sind mehr gestresst, was dann eher auf die Psyche schlägt. Und das ist schon für uns eine beunruhigende Sache. Knapp die Hälfte aller Beschäftigten fühlt sich durch den Job belastet. 3/4 davon nehmen die Belastung sogar als sehr groß wahr. Das kann auf Dauer krank machen. Wir sehen, dass tatsächlich das Thema der Wertschätzung ein wesentlicher Punkt bei den psychischen Erkrankungen spielt und letztendlich auch die Abgrenzung gegenüber Tätigkeiten. Häufig sehen wir, dass die Vorgesetzten die Leistungsfähigkeiten der Mitarbeiter deutlich überschätzen und aus entsprechenden Anspannungsphasen nicht in die Erholungsphasen gehen und damit die Mitarbeiter logischerweise in einen Teufelskreis geraten, wo sie in eine extreme Überbeanspruchung kommen, die dann neben den körperlichen Symptomatiken, die wir alle kennen, von typischen Stresserkrankungen bis hin zu schweren Depressionen und letztendlich auch in das Vollstadium des Burnouts hineingeraten. 3 von 10 Beschäftigten nehmen den Arbeitsstress sogar abends mit nach Hause. Die Gesundheitsexperten der Techniker-Krankenkasse raten Unternehmen daher, in Sachen betrieblichem Gesundheitsmanagement Mitarbeiterbefragungen durchzuführen und die Beschäftigten durch größere Wertschätzung und mehr Informationsfluss zu motivieren.